Herzlich willkommen zurück zu Let's Play DTM Race Driver. Wir befinden uns momentan in der Meisterschaft NE Challenge, wo wir schon die ersten beiden Rennen abgeschlossen haben. Allerdings haben wir beim zweiten Rennen 0 Punkte erreicht, weil wir leider disqualifiziert wurden. Ja, wir haben nämlich keinen richtigen Boxenstopp gemacht. Ich habe nämlich versehentlich die Handbremse betätigt und damit den Boxenstopp abgebrochen, den ich eigentlich machen wollte. Dadurch wurden wir disqualifiziert, was mir dann auch erst am Ende des Rennens gesagt wurde. Aber naja, ich glaube, wir haben sowieso genug Punkte. Und heute geht's weiter mit dem nächsten Rennen, Oschers Leben. Wir fahren 3,7 Kilometer auf dieser Strecke. 1 Minute 20.08 ist die schnellste Runde und wir fahren bei Sonne. So, schauen wir noch mal in die Wageneinstellungen rein. Die Strecke ist sehr anspruchsvoll. Ich würde ein ausgewogenes Setup empfehlen. Ausgewogenes Setup. Na, da haben wir doch schon das Richtige drin. Schätze ich mal. Standardmäßig ist ja alles hier immer eingestellt. Abtrieb, Standard, ja, das ist alles. Reifen auch. Standard, ja. Okay, das passt soweit. Dann können wir, denke ich mal, loslegen. So, und wir starten auf Position 5. Achso, und in der Anleitung stand übrigens auch, dass man nicht zu viel Gas geben darf am Anfang des Rennens. So, und jetzt fahren wir hier tatsächlich auf dieser deutschen Strecke, ne? Oschers Leben. Das müsste auf jeden Fall in Deutschland sein. Upsala, was macht ihr denn hier? Die Strecke kenne ich nicht. Aber das macht er ja nichts. Oder zumindest sagt mir der Name nichts. Ich habe nur, nachdem ich den Namen zum ersten Mal in einer der ersten Folgen hier gelesen habe, mal recherchiert, wo die Strecke dann ist. Und ich meine, dass die in Deutschland tatsächlich ist. Sogar in welchem Bundesland? Ich meine in... Ach, jetzt habe ich den Namen leider vergessen. Naja, auf jeden Fall in der Nähe von Brandenburg sogar. Okay. So, die ersten drei da vorne setzen sich schon ein bisschen ab. So, hier müssen wir jetzt keinen Boxenstopp machen. Während unsere Verfolger relativ nah dran bleiben. Jawohl. 1,27 haben wir da erreicht. Wenn ich das richtig gesehen habe. So, guck mal. Ups, ich wollte jetzt... Ja, sorry. Das war gar nicht so gewollt. So, und jetzt kommt das Feld hier wieder zusammen an der Stelle. Aber der erste setzt sich weiterhin ab. So. Na, guck mal, da sind wir doch ganz, ganz nah dran, Leute. Wenn wir jetzt hier schön den Windschatten ausnutzen, dann sollte... Ja. Super. Hast du gut gemacht. Naja. Okay, wir sind wieder zurückgefallen auf Platz 5. Trümmer? Ich sehe keine. So. Immerhin haben wir noch eine ganze Runde. Da können wir noch ein bisschen was erreichen. So, hier die Zuschauer sind auch am Start. Ich muss meinen rechten Control-Stick immer nach links bewegen, um nach rechts zu schauen. Das ist echt ungewohnt und seltsam. Also wenn ich meinen Stick nach rechts bewege, dann schaue ich nach links. Das ist echt... Bin ich nicht gewohnt. Frag mich, ob man das umstellen kann. Wahrscheinlich... Also habe ich nicht gesehen bisher. So.
Letzte Runde, wir haben es nicht mehr weit bis zum Ziel. So langsam muss da was passieren. Und wir bleiben auch recht nah, aber... Ach, komm schon, Mann. Leichtsinnig. Du sagst es. Naja, okay. Fünfter waren wir, glaube ich, sowieso, von dem her. Okay. Ein paar Punkte. Ja. Zwei Punkte, okay. 5 Sekunden Rückstand. Naja. Insgesamt sind wir jetzt Vierter. Mit 8 Punkten. Ja, ist okay. So, der L-Ring kommt als nächstes, wenn man diese Strecke tatsächlich so ausspricht. 4,3 Kilometer, 1 Minute 34,06 ist die schnellste Runde, wieder bei Sonne. So, Wagenentstellung. Die drei langen Geraden auf dem A1-Ring sind ziemlich schnell. Auf dem Rest der Strecke ist allerdings vor allem Grip gefragt. Ich schlage vor, dass wir die Bodenhaftung des Autos optimieren. Okay, also Slicks, ja? Mensch, dann machen wir das. Los geht's. Kommen Sie, Mr. McCain. Die Aktien unserer Sponsoren sind gefallen. Wir brauchen dringend einen Sieg. Einen Sieg? Sieg? Okay. Ich werde sehen, was ich tun kann. So, der L-Ring. Den Namen hatte ich auch schon gehört. Aber die Strecke sind wir noch nicht gefahren. Die sieht aber gerade ein bisschen... Moment. Was? Das ist doch der Red Bull Ring. Leute. Oder? Oder bin ich jetzt gerade blöd? Das ist der Red Bull Ring. Ach, der wurde umbenannt. Das ist der Red Bull Ring aus, bei Grid 2 fährt man den auch. Oh, hier richtig schön mit den Bergen im Hintergrund. Der ist in Österreich, glaube ich. Ja, also inzwischen heißt der Red Bull Ring. Oder? Doch, das muss der sein. Das ist genau das Streckenlayout. Ist ja cool. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wusste ich gar nicht, dass der früher anders hieß. Naja, ist doch schön. Kommt wieder ein bisschen Grid 2 Feeling auf. Was ja eins meiner Lieblingsrennspiele ist. Neben The Crew und Need for Speed Most Wanted 2012. Übrigens. Das sind, glaube ich, meine 3 Lieblingsrennspiele aller Zeiten. So. Und es sieht tatsächlich ganz danach aus, als wäre der Sieg in diesem Rennen gar nicht mal so utopisch. Freunde. Das wird doch auch den Sponsoren gefallen. Und wenn das den Sponsoren gefällt, dann gefällt mir das natürlich auch. Upsala. Boah, aber der Wagen, das ist echt schlimm, wie die Fahrzeuge wirklich so fast überhaupt nicht lenken, wenn man sich auf Sand befindet. Das ist schon so ein bisschen unrealistisch. Weil wenn ich noch nicht mal mehr Gas gebe, sondern einfach nur noch lenke, dann sollte der Wagen wenigstens ein bisschen besser um die Kurve noch kommen. Aber da passiert ja wirklich fast gar nichts mehr. Schon so ein bisschen, also das war dann später auch anders. Bei Grid 2 und so. Da musste schon noch ein bisschen dran gefeilt werden. So, hier die ganzen Zuschauer auch am Start. Bei Grid 2 jubeln die einen da ja dann auch zu. Hier ist das jetzt eher nicht der Fall. Boah, schon wieder, ey. Mann. So. Naja.
Wir haben einen relativ großen Vorsprung rausgefahren, also ich glaube, ich sehe da keine Probleme. War aber auch, wie hochauflösend die Texturen von den Alpen da hinten sind. Das sind doch die Alpen, oder? Also ich nehme es jetzt einfach mal an. Wenn ich damit falsch liege, dann sagt es mir natürlich gerne. Aber auf jeden Fall... Oh, das gibt's doch nicht! Mann! Es sieht sehr gut aus, auf jeden Fall. So. Die Leute kommen immer näher, weil ich hier immer wieder Fehler einbaue. Aber da muss man halt auch erstmal sich dran gewöhnen, dass das Fahrzeug wirklich überhaupt nicht lenken will, wenn es auf Sand ist. Schon etwas gewöhnungsbedürftig. Ach ja, ich freue mich schon echt auf das erneute Let's Play von Grid 2. Dann noch in 8K und 60 FPS. Ultra-Grafikeinstellungen sind natürlich dann auch mit am Start. Und wir spielen das Spiel zu 100% durch. Da freue ich mich schon sehr drauf. So, und wir sind Erster geworden, haben 10 Punkte erreicht. 5 Minuten ungefähr sind wir gefahren. Sehr schön. Somit jetzt Platz 2. Immer noch hinter Helena Anderso. Oder Anderson. Keine Ahnung. 10 Punkte. Hinter ihr. Wer ist das denn? Michael van der Made. Oder wie auch immer da der Vorname ist. Okay. So, Mantor Park ist die nächste Strecke. 4,2 Kilometer, 1 Minute 12:12. Bei Regen. Oh, okay. Sagt er das hier auch? Im Mentor Park geht es vor allem in den Kurven bergauf und bergab. Ich schlage vor, dass wir die Bodenhaftung des Autos optimieren. Ja, und vor allem nehmen wir die Regenreifen, ne? Aber hallo. Ach, die sind schon ausgewählt. Das muss ja noch nicht mal selbst auswählen. Okay. Naja, also... frage ich mich, warum das hier überhaupt da ist, wenn hier eh schon alles für mich eingestellt wird. Okay. So, dann legen wir direkt los. Rennen starten. Ich bin gespannt. Oh, und... okay, es ist sogar ein bisschen nebelig anscheinend. Und die Straße scheint nass zu sein. So würde ich jetzt mal die Reflexion hier deuten. Auf der Straße. Auch wenn die leicht seltsam aussehen, aber okay. Daran kann man sich gewöhnen. Und der Regen ist echt... boah. Man sieht den nur ganz fein. Man sieht den nicht allzu stark. Gefällt mir aber. Boah, und der Nebel hier ist auch echt stark. Also man sieht nicht gerade weit. So, hier wurden wir jetzt überholt. Sind auf Platz 5. Wer dann Gerrit? Gerrit. Okay, jetzt konnte ich den Namen mal lesen. Okay, wir sind wieder Dritter geworden. Schon wieder auf dem Treppchen. So, und der zweite Platz gehört auch uns. McCain schnappt sich den Platz hinter dem ersten. So, aber auch die Pole Position ist nicht mehr weit. Also bezüglich des Fahrverhaltens stelle ich hier übrigens noch keine besonderen Schwierigkeiten fest. Dadurch, dass wir uns jetzt hier im Regen befinden. Also das geht eigentlich ganz gut klar.
Das Fahrzeug steuert sich relativ gut. Und wir sind jetzt auch tatsächlich auf dem ersten Platz gelandet. Die Leute hinter uns können nur träumen davon, dass sie auf unserem Platz sind. So, und jetzt sind wir leider ein bisschen rausgekommen. Aber wir blocken natürlich fleißig ab, damit sich hier niemand unseren Platz in diesem Rennen schnabuliert. Boah, okay. Tja, oder auch doch. Da habe ich jetzt ein bisschen falsch eingeschätzt, wie stark ich da bremsen sollte. Oder wie früh. Naja, kann passieren. Ja. Die letzte Runde, upsala, wo wir hier uns den ersten Platz wieder zurückholen können und wir haben es bereits getan. Sehr schön. So, jetzt sollten wir wirklich darauf achten, keine Fehler mehr zu machen. So. Wo sind eigentlich unsere Teamkameraden? Habe ich jetzt die letzten Rennen überhaupt nicht drauf geachtet, weil wir sowieso immer relativ weit vorne mit am Start waren. Boah, okay. Naja. Immer noch erster. Halb so wild. So, aber jetzt müssen wir wirklich aufpassen. Jetzt kommen die letzten Kurven. Jetzt will ich es nicht mehr wegwerfen. Ja, wir haben es geschafft. War relativ knapp. Wir haben viele Fehler gemacht, aber trotzdem haben wir noch den ersten Platz bekommen. Knapp 4 Minuten haben wir gebraucht, 10 Punkte gibt es dafür und somit sind wir jetzt auf Platz 2 immer noch, aber nur noch mit 4 Punkten Abstand zu Helena Anderson. Und hier ist das irgendwie gar nicht so mit den Teams, ne, weil, keine Ahnung, es fährt sowieso jeder im selben Fahrzeug. Naja. Okay, machen wir noch das letzte Rennen. Nochmal L-Ring. Also nochmal der Red Bull Ring. Klar, warum nicht? Die drei langen Geraden auf dem A1-Ring sind ziemlich schnell. Auf dem Rest der Strecke ist allerdings vor allem Grip gefragt. Ich schlage vor, dass wir die Bodenhaftung des Autos optimieren. Das heißt A1-Ring. Ich habe das vorhin gar nicht so wahrgenommen, weil ich dachte einfach, der A1-Ring wäre einfach ein Teil von dem L-Ring. Aber nein, es ist der A1-Ring. Okay, gut zu wissen. Weiß ich jetzt auch. Also inzwischen heißt er ja Red Bull-Ring, aber damals hieß er anscheinend noch A1-Ring. So, jetzt habe ich leider nicht zugehört, aber egal, ich glaube, hier ist meistens sowieso schon alles richtig eingestellt. Was haben wir eigentlich für ein Wetter? Sonne, okay. Dann legen wir einfach los. Verschwenden keine weitere Zeit. So. Aber es sieht jetzt inzwischen, also bei Grid 2 sah es dann auch schon alles ein bisschen anders aus. Glaube ich. Also so die Umgebung ist natürlich... Upsala. Die Umgebung ist natürlich gleich geblieben, aber so ein paar kleine Sachen haben sich hier, glaube ich, schon geändert. Also zwischen diesem Spiel und Grid 2. Also habe ich schon ein bisschen das Gefühl. Zum Beispiel da hinten diese Tribüne, die kommt mir irgendwie unbekannt vor. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass sie bei Grid 2 auch noch da war. Ich glaube, da war die dann irgendwie weg oder da war das dann irgendwie ein bisschen offener. Hier an der Stelle. Also ein paar kleine Sachen wurden dann anscheinend geändert seitdem. Oh,
Und natürlich gibt es ja auch noch eigentlich unterschiedliche Streckenlayouts. Wäre jetzt natürlich cool gewesen, wenn wir jetzt mal ein anderes Streckenlayout gefahren wären, aber okay. Dann halt nicht. So, Platz 3. Und der Typ fährt einfach mal alle Entfernungsindikatoren ab. Ja, habe ich gemacht. So, auch Platz 2 ist jetzt unser. Mit etwas Glück können wir sogar noch Erster werden in der Gesamtwertung. Wer ist denn das da vorne eigentlich? Kann ich leider wirklich nicht erkennen von hier aus. So. Müssen wir mal schauen, ob wir den überhaupt noch kriegen können. Der ist dann ja doch etwas weiter weg. Boah. Die Kurve ist auch echt nicht zu unterschätzen. So, weiter geht's auch schon. Da muss ich mal wieder kurz meine Stimme ölen. Jawohl. Das werden wir sicherlich noch hinbekommen in diesem Rennen. Okay. Also wenn man auch bremst, dann kann man auch nicht so gut lenken. Man muss schon wirklich von der Bremse und vom Gas runtergehen, damit man... vernünftig lenken kann. Oder zumindest, wenn man auf dem Kies ist, ist es so. Naja, damit man dann einfach nicht noch schneller in die Bande rast, sollte man dann auch vom Gas natürlich runtergehen. Aber von der Bremse eben auch, weil man sonst nicht richtig gut lenken kann. Okay, letzte Runde. Ja. Ich sagte es bereits. So. Wir kommen nicht so wirklich ran, ne? Wir kommen nicht so wirklich ran. Hier, Ambulance ist auch am Start. So wie auch bei Grid 2. So, jetzt müssen wir hier mal aufpassen. Boah. Also müssen wir schon sehr, sehr stark. Achso, das ist doch unser Teamkollege, oder nicht? Naja, nee, wir gehören ja alle hier irgendwie zusammen und irgendwie auch nicht. Ja. Das gibt's nicht, Mann. Das ärgert mich so. Da, wenn man einen kleinen Fehler macht, wird der so hart bestraft einfach. Ey, Fünfter geworden, Mann. Ach, das ist so ärgerlich, wirklich. Man hat keine Chance mehr. Wenn man einmal in den Sand kommt, dann ist es sowas von vorbei. Das ist richtig ärgerlich, ey. Naja. Egal. Was soll's. Unsere Sponsoren sind mit ihren Leistungen sehr zufrieden. Sie bewundern sie und wünschen ihnen alles Gute. Das stimmt allerdings. Okay. Ryan, du hast dich eben als Power Racing Profi qualifiziert. Wie fühlst du dich? Oh, es ist wie ein Traum. Ich möchte einigen Leuten danken. Haben wir die Zeit für die tolle Unterstützung? Danke. Apropos Unterstützung. Da kommt dein großer Bruder, der Topfahrer Donny McCain. Donny, was hältst du von der Qualifikation deines Bruders? Also toll. Ich bin stolz auf ihn. Und jetzt ist er auf deinem Level. Kann er dir die Weltmeisterschaft streitig machen? Das weiß man nie. Wenn er bei seinem großen Bruder ein paar Fahrstunden nimmt, vielleicht. Hey, fass mich nicht an, verdammt. Hey, langsam, Kleiner. Lass diesen Bruder scheißen. Du willst was von mir, also klären wir das auf der Strecke. Ich will nichts von dir, Ryan. Wir klären das auf der Strecke. Was klären wir auf der Strecke, Ryan? Ryan, wo willst du hin? Ryan. Oh. Das sieht nicht gut aus. Okay.
Ja, wir sind Fünfter geworden. 6 Sekunden hinter dem Ersten waren wir und insgesamt, naja, Zweiter. 2 Punkte hinter Helena Anderson. Okay, wir speichern. So, und damit... Hi Ryan, ich bin Helena Anderson. Komm doch mal nach Belgien. Ich würde gern gegen dich fahren. Angeblich bist du ja ein echter Profi. Ach, die Frau, die uns gerade besiegt hat, lädt uns jetzt gegen zum einem Duell ein. Nach... Achso, wir haben das andere hier übrigens noch. Das habe ich ganz vergessen. Aha. Ja, okay, dann können wir das ja auch gleich hintereinander wegmachen in der nächsten Folge. Hier einmal in Mittelamerika. Und einmal hier in Belgien ungefähr. Frankreich. Sowas um den Dreh. Ach, das ist... Was ist das für eine Karre? Sieht ein bisschen aus wie eine Lotus Elise oder so. Ich weiß nicht genau. Nee, ich glaube, das ist ein bisschen was anderes. Auf jeden Fall, damit geht's in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Ansehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir werden nicht vergessen. Also dann, bis zur nächsten Folge und ciao.